Und willkommen zurück. Es geht wieder weiter und Spanien wurde bereits komplett von Frankreich erobert. Also nur besetzt, Wer erobert besetzt noch eigentlich? nicht. Stimmt. Bis auf ein paar Inseln, die sie irgendwo haben. Da kommt Spanien erstmal noch nicht hin. Aber ja. Oh, Frankreich ist auch gerade auf Platz 1 der Großmächte. Oh. Frankreich. Ja, der Krieg hat's gebracht. Wir sind um 200 Plätze unten, 200 Punkte unten. Ja, und wir werden bald unseren Ding von den Osmanen verlieren. Jetzt sind wir noch Platz 8, aber wir sind immer noch Großmacht. Und ja. Ja, und solange verdienen wir noch gut. Anzeigen. Ja, die wollen nur Aragon haben. Ja, das ist, glaube ich, das erste, oder bei denen. Prinz, das ist um Pamplona, Huesca, die Ecke da direkt am Grenzgebiet Ja. zu Ja, Frankreich. wenn sie sich das holen. Dass es keinen Krieg gibt, von wegen haltet Frankreich in Schach, ne? Immer krieg ich die Kriege, haltet mich in Schach, also dass ich mich in Schach gehalten werde. Ja. So, was haben wir hier eigentlich? Wir haben alle verfügbaren Truppen mobilisiert. Ja, das ist ein Problem. Wenn ich jetzt demobilisieren würde, würden jetzt leider alle meine Soldaten verschwinden. Das finde ich sehr schade. Weil ich würde gerne ein paar von denen noch behalten. Ich brauche halt nicht mehr alle. Und ja. Oh. Ich glaube, ich So. kann die nächsten Eisenbahnstrecken als nächstes erforschen. Oh je. Meinen nächsten Prestige kriege ich mit 1858. Ah, okay, sind ja nicht mehr lang. 21. Februar. Oh, jetzt bin ich schon wieder Rang 8. Keine Chance. War es am Anfang etwas schwer, glaube ich. Na, ich bin noch nie so leicht aufgestiegen. Oh, jetzt bin ich wieder Rang 7. Hab ich die jetzt verarscht, die Osmanen? Ja, ich habe sie ganz kurz verarscht. Ich bin jetzt wieder. Aber die holen so schnell auf. Ich habe jetzt wahrscheinlich Industrie jetzt irgendeine Fabrik jetzt gebaut. Habe ich deswegen nochmal ganz kurz gerettet. Ach, die fort waren das. Ja, die wurden jetzt gerade gebaut. Ja. Hier ist gerade wieder alles tote Hose. Sieht wieder gerade gar nichts. Schauen wir mal, wer Krieg hat. So, Auch Frankreich, nicht klar. viele. Hey, du. Ach, USA ist im Krieg. Und Ägypten zusammen. Nett. Gegen Äthiopien. Ja, die werden sich aber kaum unterstützen. Portugal und Marokko. Boah, jetzt kämpfe ich hier wirklich um den siebten Platz. Warum ist auch. Die Osmanen sind ja, glaube ich, immer noch mit den. Verbündet mit Frankreich, Österreich. Ja klar, die kann man nicht einmal wegkriegen. Boah, und ich habe keinerlei Verbündete. Das ist so heftig. Außer die größte Macht namens Kolumbien. Ja, genau, außer die. Ich werde die alle heim machen, so sieht's aus. Vor allem sogar, wenn er Kampf wäre, könntest du mich nicht einmal unterstützen, weil ich keinsterweise in der Nähe von der Wasser bin. Erstens das und zweitens müsste ich auch dann erstmal Schiffe bauen und das dauert eh schon seine paar hundert Tage und danach erst noch Truppen und die müssen dann da drauf und. Stimmt, du hast ja nicht einmal Truppen. Du hast nada. Bin ein friedfertiges Völkchen. Ja. Mit wenig Fabriken? Ja, okay, es geht eigentlich. Du hast halt noch nicht überall irgendwas stehen. Momentan kommen auch keine neuen Projekte hinzu. Also ich habe in jedem der Länder, wo ich Fabriken bauen kann, habe ich eine Fabrik stehen.
Und wieder liberal und anarcho-liberal wieder Zuwachs. Die kriege ich einfach nicht weg. Und jetzt bin ich Platz 8. Oh lol. Hat sich jetzt bei mir die Politik geändert oder warum ist hier... Ich mache jetzt gerade total Minus. Die sind so unglücklich. Oh lol. Boah, nee, ich mach kein Minus. Erweitern. Okay. So. Ich glaube, jetzt stecke ich ja irgendwas nach den Franzosen ihren Hintern. Damit die mich USA nicht angreifen. Hat ihrem neuen Feind Mexiko den Krieg erklärt. Was wollen die denn jetzt schon wieder die USA fritzen? Diplomatie, Kriegeranzeigen von Nevada. Nevada erwerben. Aber Utah. Wo sind Nevada? Nevada, so. Nicht. Glaubst du, Land greift mich nicht an, wenn ich keine Soldaten habe? Meinst du, das juckt die, wenn du keine Soldaten hast? Das ist eine Einladung. Oh Mann, ey. Weil eigentlich, wie gesagt, meine Soldaten sind schwach, die werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr ankommen, weil die kein einziges Mal bei Technologie aufgebessert wurden. Ja. Ich habe jetzt halt 10 Handel, 10 Kultur und gleich 13 bei Industrie. Sagen wir es mal so, mit jedem Nachbar, den ich hier habe, bin ich gut gestellt. Das geht so von 30 bis 130 von den Punkten. Also, ich mache mir momentan erstmal keine Gedanken von wegen, dass ich jetzt angegriffen werde. Naja. Ich halte mich auch relativ ruhig. Ja. Ja, Mexiko jetzt nur noch gegen USA. Da könnt's. Ja, Mexiko gegen USA, das wird interessant. Leute, bin ich jetzt schon wieder Platz. Was? Laut der Liste hier bin ich auf, bei Großmächteanzeigen bin ich auf Platz 7, aber bei mir auf der Zahl bin ich noch auf Platz 8. Ja, momentan bist du auf Platz 8 bei mir auch. 9 Osmanische Reich, 10 Belgien. Wie viele Punkte hatten da bei dir Osmanisches Reich und wie viel Bayern? 366, du hast 403. Weil ich habe da Osmanisches Reich 386, 390, ich bin halt 390, bei 403. 400, du hast 403, jetzt haben sie wieder 379. Ja, bei 384. Ja, das springt momentan bei euch so ein bisschen. Ja, aber da könnte ich doch eigentlich noch Platz 7 sein. Ach, komm schon, Leute. Okay, jetzt halt. Jetzt, ja. 500! Okay. Hä? Moment mal. Hä? Wo sind die Osmanen hin? Raus! Die sind, die sind jetzt 9. Ach, USA hat sich reingebumst. Oder wer war das? Ja, mit dem Krieg gegen, die gegen Mexiko. Oh Gott, dann verliere ich gleich meine Großmacht, wenn ich nichts tue. Weil die so nah hinter mir sind. Das ist korrekt. Eisenbahnen! Schneller! Okay, Frankreich marschiert gerade bei Österreich. Was geht ab? Diplomatie, Krieg anzeigen, Frankreich ist in einem Krieg. Ah, die Zahn. Das Zahnreich. Gegen den Rest wieder. Russischer Krieg in Karas-Region. Okay. Ja, die wollen wieder Lande, was. Österreich, oh. Frankreich. Oh Gott, jetzt bumsen die sich alle hoch. Osmanische Reich. Ja, ich trau mich jetzt ehrlich gesagt. Wobei. Na, nee, ich könnte theoretisch Peru angreifen, weil die keinerlei Verbündete haben. Aber die haben einen höheren Militärstärke. Die haben 44, sind auf Platz 13, ich habe 12. Sobald ich Ding bin, Sekundärmacht. Mach ich gleich eine Bündnisanfrage an Österreich. Dann kann ich zumindest bei den Kriegen noch ein wenig mitmischen. Alter, was kann ich mir denn... Es ist schade, dass man sich hier nichts groß kaufen kann mit Geld, außer Fabriken. Aber dafür habe ich keine Rechte momentan. Du kannst dir noch Sachen vom Handeln da kaufen. Oh, was habe ich denn da bekommen? Große Entdeckung. Wolle, Seide, Stoffe, Baumwolle um 20% erhöht. Eine Rebellion. Ja.
Mexiko hat hier ein Schiff, deswegen sehe ich auf einmal Truppen auf der Seite. Död. So. Oh, jawohl. Wolle, Vieh und Fischproduktion um 40% gestiegen. Schlachtwerkzeuge habe ich gerade erforscht. Die Franzosen ziehen sich wieder zurück. Ist der Krieg wohl schon zu Ende? Habe ich überhaupt Fisch? Ja, eins. Nee. Ich habe eine Provinz, die macht Fisch. Die ist um 40% okay. gestiegen. Was wollen die denn? Import wollen die Wolle, Tee und Tabak. Ah, die Bayern, nee. Steuereffizient plus 1%. Nice. Mir kommt gerade eine große Erfindung nach der anderen. Ach, das ist Kaffee, kein Tee. Verdammt. Wo haben die denn Tee? Na, das ist Tabak. Ach, diese Liberalen immer nur liberale Zuwachs. Sollen wir erstmal so wenig kaufen? Oh! Was habe ich hier? Ach, Militärzugang. Na gut. Lass ich mal den Franzosen. Oh, ich kann wieder was abstimmen. So, 0,03 wollen das, 4 wollen das, 5 wollen das. Ah, machen wir das. So. Jetzt war ich hier mitten beim Handelsgeschäft. Ja, kaufen wir hier mal wegen ein. Sonst brauchen wir das Geld ja gar nicht. So. Oh, die Regierungsform wurde zu preußischer Konzernismus geändert. Okay, jetzt sind bei mir mal Wahlen, Alter. Ich hätte schon lange keine Wahlen mehr. Uiuiui. Weißt du, die Preußen mögen mich? Jetzt hat. Weiß es nicht. Ich hoff's. Ja, ich bin Rang 9. Die Osmanen haben mich jetzt halt letztendlich überholt. Da musst du wieder hocharbeiten. Ja, jetzt bin ich wieder Rang. Gut. 8. Bei mir haben auch gerade Wahlen begonnen. Mal gucken. Was ist denn das für ein Problem? Eingeschränktes Bürgerrecht ist eigentlich nicht so schlimm. Machen wir einfach mal das mit Resistenz. Vielleicht klappt ja irgendwas. Österreich fordert Militärzugang. Hast du ihn gewährt, oder? Ja, den gewähr ich. Jetzt heißt es Krieg gegen Bayern. Österreich. Bayern annektieren. Beziehung verbessern. Jetzt habe ich jetzt mal Österreich wieder auf 200. Dann mache ich eine Freundschaftsanfrage. Was bin ich eigentlich? Problem Wähler. Okay. Verwirrend. Was will ich eigentlich? Planwirtschaft? Staatskapitalismus? Ah ja, ich will Staatskapitalismus. Okay. Wie gesagt, da muss man auch immer schauen, etwas wie das Volk das will. Allerdings darf man die Liberalen hier nicht so reich fördern. Und ja, schon mal kurz auf Großmächte.
Ich kann jetzt nicht sehen, wie hoch die Osmanen schon sind. Aber auf jeden Fall sind sie sehr gut gestiegen. Alter. Wie gesagt, das sind jetzt die Wahlen. Hammer nervig. Streben wir mal nach Freiheit. Speichern. Speichern. Ich mache hier mal bei Old Save. Bin beim Juni, den 14.18.59. Ja, okay, kannst du weitermachen. Okay. Ich hab's aber auch noch nie gehabt, dass sich bei uns wirklich das Datum geändert hat. Ja, das ist dann manchmal, wenn das Spiel nicht mehr synchron ist, dann gehst du schneller einen Tag vorwärts als ich. Was sagen die zu Pazifismus? Ja, wir machen viel, Hurra, hurra, Krieg. Kann nichts schaden. Wird höchstens die Liberalen etwas ärgern. Ja, 9. Dezember könnte ich jetzt halt mein Ding verlieren. Wann sind meine ersten Eisenbahnen fertig? Ah, in 2 Jahren. Verdammt. Nee, doch, ja. Ja, die Religion müssen wir auch fördern. Mann, ich möchte mal wieder was hier machen. Was ist denn das nächste? Wahrscheinlich hätte ich jetzt irgendwas machen können, während ich Ding bin. Oh, konservativ-reaktionäre Partei. Cool. Protektionismus ist ein Problem. Bildungseffizienz, genau. So. Boah, meine Wahlen waren so richtig genial. Meine waren auch gut. 81% wollen, dass ich konservativ bleibe. Ja, bei Geil. mir auch keine Liberalen. Konservativ, was, wie hießen die? Doch, konservative Partei, genau. Läuft. War eine gute Wahl. Und auch. So, Österreich. Willst du mein Freund sein? Oh, ich bin wieder Rang 8. Dann warte ich lieber noch ein wenig. Weil Großmächte machen nicht gern Freundschaftsanfragen. Beziehung verbessern. So, Preußen bleibt mir treu. Aber ich kämpfe hier anscheinend richtig gut gerade gegen die Osmanen. Ich bin wieder Platz 8. Momentan wieder safe. Ah, die Österreicher kann ich nicht einholen. Die anderen haben schon so viele Punkte. Boah, vor allem Frankreich, Alter, wegen diesem einen Krieg. Und Spanien wurde überhaupt nicht unterstützt. Weil eigentlich hätten die Spanier von den Briten unterstützt werden können. Aber die haben sie nicht geholfen. So, wenn es gleich den 24. Dezember, da habe ich meine Forschung fertig, aber werde jetzt warten, bis wir Januar haben, weil im Januar kannst du nämlich wieder Empirismus machen. Du brauchst das Jahr 1860. Oh, okay. Und Empirismus wird erforscht. Alter, warum wählen mein Volk konservativ total? Dann kriege ich -12% und das andere alles auf Plus. Weil du verschiedene Häuser hast. Wenn du auf Politik gehst, hast du ein Oberhaus, ein Unterhaus. Dann hast du unten drunter Wählerideologien und Volksideologien. Also links ist die Anzahl, was die Wähler gewählt haben und rechts, wie das Volk denkt, weil nicht alle gewählt haben. Wählen nicht alle. 44% sind bei Volk liberal und 52% bei Wähler. Oh. Bei 52 bin ich auch bei Wähler und 73 bei Volk. Mit was könnte ich denn?
langsam mal wieder Projekte gebrauchen, weißt du? Ich habe in jedem Land eine Fabrik, aber ich bräuchte mehr. Ich habe jetzt so viel Holz bei mir im Gebiet, was ich benutzen könnte, weil ich ja hier Amazonasgebiet, Dschungel und alles habe. Und ich kriege keine Sägemühle, also sie wollen keine produzieren. Das ist Auch nicht blöd. schön. Ja. Könnte einer meiner Hauptexportgüter werden, weil ich habe jetzt sogar Luxusmöbelfabrik und so könnte ich schon alles herstellen. Alles klar. Oh. Behandlung.